Da bin ich auch wieder. Und ja, war gerade wieder der Dr. Hex. Ich will sein hässliches Gesicht nicht mehr sehen. Jetzt könnte ich erstmal diesen hässlichen Kommando. Ach, stirb. Boah, ist so stark. Hahaha. War ich hier schon mal? Weiß es jetzt nicht. Ich geh mal kurz zurück. Bin definitiv hier. Hier geht's weiter. Komm her. Boom. Alle dahin schön verbrennt oder elektrifiziert euch oder geht kaputt. Oh, laden. Die in der Zitadelle sind hier sehr stark. Ach, halt doch die Fresse. Red nicht mit mir, ich will nicht mit dir reden. Ich besitze das Recht, mit dem zu reden, mit dem ich gerade Lust habe. Und tschüss. Ist das weiter? Wow, das wäre jetzt ein kleines bisschen zu heftig. Ich kann so einen ganzen Bein nehmen. Tschüss Bein. Das ist jetzt richtig witzig. Schießt irgendwo hin. Na, ja, hat Anne gerade die Tabelle das Ding getroffen? So nice. Okay, jetzt wissen wir es. Ein Strider kann man auch zerfetzen. Gehen wir wieder rein da. Verschwinde. Hässlich. Ja, rechts vor links. Hier herrschen wohl auch die Straße. Hier herrscht wohl auch die Straßenverkehrsordnung. Wie dein Magersüchtiger. Kommt du, das schneidet mich doch wohl jetzt nicht, oder? Oh Scheiße, jetzt bin ich tot. Ach, das ist nur so ein Scanner. Oh. Ein stationärer Paparazzi. Was geht nach oben? Genießen wir mal die Aussicht. So, diese Adern oder was auch immer sehen wir irgendwie lebendig aus. Wartet mal. Wieder Mecha-4 hat sich gemeldet. Ja, das erinnert mich ein bisschen an das Xenomorph-Laboratorium aus Sinn. Könnt ihr mal reinschauen. Was sind denn das für Dinger? Die kenne ich ja gar nicht. Also sieht da denn sowas wie eine Kriegsfabrik? Das gefällt mir nicht. Wow, ich geh ziemlich schnell nach oben.
Was? Was war da? Was war da? Was war da? Jetzt bin ich baff. Das ist also City 17. Ist verdammt hoch. Und also ich bin jetzt verdammt hoch und City 17 ist verdammt groß. Huh. Habba. Jetzt lade doch mal. Kann doch nicht so schwer sein. Dunkle Energie. Erdnuss. Das fiel mir gerade so ein. Ich denke nie nach, bevor ich was sage. Ah, Judith Mossman, du Schlampe. Don't struggle, it's no use. Until you're where he wants you, there's nothing you can do. I'm sorry, Gordon. Du bist immer noch eine Schlampe für mich. Inhabited by vast meteorological intelligences, worlds stretched thin across the plains where the dimensions intersect. Okay, mal weiter. Ah, das ist ziemlich. What I've seen is also beyond words, Breen. Genocide, indiscriminate. Oh mein Gott, Dr. Hex, höchstpersönlich. God. Well, if it isn't Gordon Freeman. Ui. What's this? I'll put it over there. You have my gratitude, Doctor. First you lead me straight to the doorstep of my oldest friend, then you deliver yourself. If I'd known you Dr. Hex. Come straight up to my office, I wouldn't have bothered hunting you in the first place. Having both of you in my keeping ensures I can dictate the terms of any bargain I care to make with a combine. Dr. Breen. Huh. Wallace. Yes, Judith, what is it? The bargain we should be making is for Eli's life so he can continue his research. Thanks to you, we have everything we need in that regard. You're more than qualified to finish his research yourself. What neither you nor I can do is convince that rabble in the streets. Erinnert mich an jemanden. Give up their senseless struggle. Ja, Bill Cosby. To speak the words that would save them all. Save them? For what? Eli, if you won't do the right thing for the good of all people, maybe you'll do it for one of them. Und Alex, wie kamst du denn hierher? Hab ich was verpasst? Dad. Gordon? God damn you, Breen, you let her go! That's all up to you, my old friend. Will you let your stubborn short-sightedness doom the entire species, or will you give your child the chance her mother never had? How dare you even mention her? Alex, my dear, you have your mother's eyes, but your father's stubborn nature. You haven't seen a bit of it yet. Really? Well, let's see how well it serves you on the far side of a combine. Wie schaut er in seinem Büro? Dieser Stalker-Behälter. Ich will hier raus. Oh, it's hardly the worst. But you might find that hard to believe once you get there. It isn't necessary. I agree. It's a total waste. Fortunately, the Resistance has shown it is willing to accept a new leader. And this one has proven to be a fine pawn for those who control him. No! Don't listen to him, Gordon! How about it, Dr. Freeman? Did you realize your contract was open to the highest bidder? Gordon would never make any kind of deal. Hörst du recht, ich würde mir die, ich würde niemals mit einem verhandeln, der Dr. Hex heißt. Send them on their way and then we can talk openly. Don't struggle, honey. Dad, I'm so sorry. Er hatte was in der Hand. Attentat, Selbstmörder. Judith? Meuterei! Think you're doing? We're doing what I could never do alone. We're stopping you. Sind auch als Waffe? Nice. Guards, get in here! They know you betrayed them. They'll turn on you. Judith, Dr. Mossman, please. I'm sorry, Wallace. You're all out of time. Don't. Hurry. Boah. Okay, sieht man, wie das schwer ist.
You fool! Lass mich raus, ich will ihn töten! No! Lass mich! Oh shit! Dr. Hex hat mir einen Energiestoß verpasst. Ja! Autsch! Was machen wir damit? Dr. Mossman. Nichts rauswerfen. Look after my father. Don't Tschüss. Worry. Dad, I'm ist abgehauen. Goodbye. Never. Come on, Gordon. Let's go. Ich glaube, es kommt der Endbosskampf. Gordon, we haven't known each other very long, but I know you didn't have to do this. I had to rescue my father, but you... Well, thanks for coming after me. It's me you should be concerned. Hey, listen. Gern geschehen. That's him. Not without your help. The portal destination is untenable. Surely you can set the relay elsewhere. There's no way I can survive in that environment. A host? Na ja, da ist er doch. Possibly. Was ist denn das? That's what it takes. Just hurry. He's right behind me. Oh, shit. Das sah aus wie eine Maße mit... Wie aus... Sieht aus... Ach... Das sah aus wie eine riesige Maße mit einem Beep. Gravity Gun. He doesn't have a clue, does he? Verdeck. Sein Verhüterli. Ist das Blut, oder? Ah, nee, das ist... Kann ich ihn aus der Wand reißen? Ich will was kaputt machen. Edler Teppich. Nicht schlecht. Was ist denn das? Bitte schön. We've got to stop Dr. Breen. I can't shut it down. Looks like he's turned over control to the other side. You'll have to go into the core and do what you can. Get in the elevator and I'll let you. Don't forget to charge up your suit. Wow. Was ist denn das so? Ich bin ja schon voll. Bin schon voll. Auch nichts mehr. Mach sie fertig, Gordon. Ja. Tschüss, Gordon. Alex. Ja. Okay, diesen Part, dieser Part, dieser Part wird wohl der längste Part sein. Okay. Kuckuck. Dr. Breen, there he is. Dr. Freeman, you really shouldn't be out there. At the moment of synapse, as I teleport, this chamber will be bathed in deadly particles that have yet to... Wo ist denn Dr. Breen? Perhaps when I have the leisure to do the work myself, I'll name one of them after you. That way you won't be completely forgotten. When the singularity collapses, I will be far away from here, in another universe, as a matter of fact. You, on the other hand, will be destroyed in every way it is possible to be destroyed, and even in some... Teilweise sogar unmögliche Weise. Dir gebe ich. Ich gebe dir unmöglich. Was kann ich sie denn töten? Den benutze ich mal als Schild. Nicht mehr. Oh. So. Hier muss ich außen rum. Fahrt durch. Ah, scheiße. Nicht aufgepasst. Hm? Huh? Dong. Ach, jetzt habe ich mich selber vaporisiert. Mann, das ist frustrierend. Ja, es hat vaporisiert. Ich kenne die Fremdwörter aus Half-Life 2. I don't know what you can't
Als ob das Fach Chinesisch am Anfang und Dr. Tan um diesen Teleporter gerettet hat. Aber ich will genug Energie kriegen. Abspeichern, damit ich nochmal runterfalle. Oh. Doch. Haha. Mit seiner eigenen Kugel. Oh, ich muss mich abspeichern. Wow. Komm her. Tschüss. Ab mit denen diese Kugel da. Was? Komme ich jetzt dahin? Ups. Autsch. So, ich spreche erstmal hier ab. Falls ich fällt, ist nicht so lange. Oh no, Green started his ascent. Hurry, Gordon, before he escapes. Oh. Bevor ich runterfalle. Great. Oh no, Green started his ascent. Hurry, Gordon, before he escapes. Yes. Wie stelle ich das denn bitte schön an? Okay, drauf. Was gibt nach oben? Super. Wo muss ich hin? Ah, hier. I could have told you that was pointless, Dr. Freeman. Go, Gordon! Are you still with us, Dr. Freeman? Not for much longer, I think. Wo ist denn Dr. Hex? If only you had harnessed your boundless energy for a useful purpose. Oh. Ich habe mit dem Combine nach oben. Ich weiß, was ich jetzt machen muss. Ich mach das jetzt kaputt. Mit voller Absicht. Ich mach's mutwillig kaputt. Dunkle Energie mache ich mit dunklen Energiekugeln kaputt. Boom. Wo kommt der Alex her? Time, Dr. Freeman. Zeit? Wer hat die Zeit stehen? Mann! Wer hat die Zeit angehalten? Ich hau mal so ab. It seems as if you only just arrived. You've done a great deal in slow motion. Pass nicht die Alex an. In fact, that I've received some interesting offers for your services. Ordinarily, I wouldn't contemplate them, but these are extraordinary times. Rather than offer you the illusion of free choice, I will take the liberty of choosing for you. Nein, lass mich doch... Och, Menno, was macht er mit mir? Der steckt mich wieder irgendwo hin. What must seem to you an arbitrary imposition, Dr. Freeman. I trust it will all make sense to you in the course of... Well, I'm really not. At liberty to say. Sagest du? In the meantime, doch du. This is where I get off. Das ist genauso wie Valve. Der sagt, wenn in Sachen von Informationen geben, stellt er sich ab wie ein Ventil. Okay. Das sieht nach einem Abspann aus. Ist ja ganz klar. Okay, dann bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt, für eure Geduld, bla bla bla.
Und naja, ich lasse erstmal mal jetzt einen Abspann laufen. Tschüss, wir sehen uns bei Aliens vs. Predator 2. Peng. Tschüss.